Es tut so fucking weh. Siehst du das durch? Ja, es war schon krass. Die Schuhe waren sehr hoch, hatte ich das Gefühl, dieses Mal. Und auch das Kleid war sehr eingeschränkt. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, nee, zieh ich nicht an. Obwohl ich es gedacht habe. Ich habe echt gedacht, es tut so weh hier einfach. Und ich war halt wirklich so, ich konnte nur die Arme so bewegen. Und die Beine konnte ich auch nicht wirklich öffnen, weil wenn ich mit den Beinen nach vorne gegangen bin, ist das hier nach hinten gegangen. Boah, es tut so weh. Fühl mal hier. Das ist so voll hart, das wird mir alles aufreißen. Ja, aber das ist hier auch. Ja, aber du hast wenigstens so Material, das geht nach. Ich bin ja hier so voll Hartschale. Also hier geht auch nicht viel. Ich habe schon gemerkt, dass ich mir wahrscheinlich die ganzen Beine wund reiben werde. Aber das nehme ich in Kauf. Reiß dich jetzt zusammen. Wenn du nicht laufen kommst, fliegst du bestimmt nicht raus. Alleine, dass du das überhaupt trägst und auch tragen wirst und willst, dafür kriegst du schon. Ich will nicht reiten, warum reite ich? Weil es scheiße läuft. Ich bewege mich halt so gern. Also, dann machst du. Die Designerin kam und hat zu Maria gesagt, weiß ich so eine dumme Kuh. Ja, dass sie es blöd findet, wenn sich jemand über sein Auto beschwert. Ich weiß, ich werde mich auch nicht beschweren. Du schaffst das. Und alleine dafür, dass du es trägst, bist du. Die wissen nicht, wie schwer das ist. Ich kann nichts machen. Sieht gut aus. Obwohl ich nichts machen kann, das ist schon ein Zeichen von sehr starker innerer Stärke. Deswegen, ich werde das jetzt hoffentlich rocken. Ich gebe alles und dann werden wir sehen. So. Yeah, it's quite funny. Das ist echt krass. Das fand ich schon nicht schlecht, aber sie hätte ein bisschen mehr Speed, also ein bisschen mehr Fahrtwind haben können hier auf dem Laufsteg. Ja, wo war die Party irgendwie gerade so? Da war irgendwie kurz Ballett und dann war so irgendwie, als ob man sie erschreckt hätte irgendwie in dem Moment. Was ein Bild. Wow. Ihr habt alle drei absolute Lieblingslooks von mir an. Ashley, wow. Du hast es so souverän gemeistert. Also Riesenrespekt. Ja, wie du das verkauft hast, also das war mega. Eine Göttin. Oh, vielen Dank. Du hast es auch gut gemacht. Du hast ein kleines Fingerproblem. Weißt du, dass du das machst? Nee, mir wurde es noch nie gesagt, tatsächlich. Okay, du läufst und du machst immer so. Okay, das ist mir noch nie der Zeigefinger, der geht rauf und runter. Aber die ganze Zeit, von vorne bis hinten. Der rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter.
Ich wollte halt nicht so machen, weil ich wollte nicht wie so. Deswegen habe ich so versucht. Ich konnte ja auch nicht großartig Schwung nehmen, aber okay, danke. Warum lachst du? Kennst du ihr Fingerproblem schon? Ja, wir üben sehr, sehr, sehr viel in der Modelloft und deswegen ist es schon mal aufgefallen mit dem Finger halt. Celine, hast du dich wohlgefühlt? Also auf jeden Fall habe ich mich mega wohlgefühlt in dem Kleid als Gefühl, so dass ich gut aussehe, auch wenn es weh tut. Aber ich habe versucht, dass in der meisten Zeit, dass ich nicht das zeige, sondern dass ich das ausstrahle, dass ich es gerade liebe. Und ich liebe wirklich das Kleid, weil es einfach mega besonders ist. Aber wir haben auf diese besondere Pose gewartet, denn du hattest erzählt, dass du was Besonderes machen wolltest am Ende. Aber irgendwie kam es nicht. Hast du es dir anders überlegt? Nein, ich habe mir was vom Spiegel halt einfach was überlegt. Was wolltest du denn machen? Mach mal. Aha. Celine, yesterday you were incredible and today I was like, where is she? And if it's the outfit, I get it, but it was like, oh, I was expecting so much more. So I was a bit disappointed. Und das war eher so ein Kaffeekränzchen, sagt man bei uns in Wien. Das ist, weil du gestern so toll performt hast. Also wir haben beide nicht schlecht geguckt. Celine, yes! That has made my day. Weil du bist super frei vor der Kamera. Und deswegen haben wir gedacht, das würden wir jetzt auch hier auf dem Laufsteg sehen. Und das war dann so gut, aber wir hätten mehr erwartet einfach. Ich habe auch gute Nachrichten. Zwei von euch dreien werden definitiv in den Sendungsopener reingeschnitten. Und das bis zum einen du, Ashley. Dankeschön. That was really good, Ashley. Und zum anderen du, Celine. Echt? Ja. Dankeschön. Ihr seid alle drei eine Runde weiter. Dankeschön. Viel Spaß. In der nächsten Runde. Tschüss. Tschüss. Ich kann es selber nicht glauben. Sie hat einfach so gutes Kritik gegeben. Wirklich, mein Herz. Es war so fies, was Celine gesagt hat. Heidi meinte so, ja, du machst mit den Fingern immer so. Und dann meinte Celine so, ja, das habe ich auch schon gesehen, dass sie immer so macht. Ich gucke sie so an. Ich sage so, das hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich so mache. Und selbst wenn du es machst, dann machst du es, weil das ist dein Walk. So, na gut, ich spreche mir jetzt mal Celine drauf an. Sie ist ein bisschen sauer. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass Celine das extra gemacht hat, um so ein bisschen Romina ins schlechte Licht vielleicht zu stellen, weil ihr Kampfgeist schon sehr, sehr hoch ist. Celine, ich wusste das gar nicht, dass ich das mache. Ich meinte auch zu dir, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich habe deswegen gelacht, weil ich das gar nicht schlimm finde, was du machst. Das habe ich auch dir so zugeflüstert. Aber wir haben ja auch schon zusammen geprobt, hättest du ja mal was sagen können. Ich habe es wirklich nicht als schlimm empfunden. Ich habe es heute auch beim Pose so gemacht. Und deswegen habe ich es dir nicht gesagt. Ja, ich habe mir halt so ein bisschen vorgekommen, als wäre es mir so in den Rücken gefallen. Weil Ashley hat dich komplett rausgehalten. Du so, ja, ich habe das auch mal. Nein, ich habe gelacht, aber sorry, falls es dir so rübergekommen ist. Also ich fände es toll, wenn du das bei mir auf jeden Fall nicht machen würdest, wenn wir mal zusammen in der Erscheinung sind, weil es wirkt ein bisschen so läppsch. Was? Zuzustimmen bei Kritik, weil du damit ja dich selber wieder in den Vordergrund drängst. So auf dem, nach dem Motto, wirkt das halt so ein bisschen. Aber ja, ist mir auch schon aufgefallen, weil ich achte auch auf sowas. So aber für mich kam es nicht rüber wie eine Kritik, weil sie gelacht hat dabei. Ich war ja nicht dabei. Ich sag nur, mach das bei mir bitte nicht, okay? Ja, in Ordnung.